genaue Berufsbezeichnung ist Maler und Lackierer. Maler und Lackierer. Und die Fachrichtung, in der wir arbeiten, ist Gestaltung und Instandhaltung. Ich bin dazu gekommen, weil ich ein Boot habe und das muss auch lackiert werden. Dadurch, dass wir damals bei uns zu Hause renoviert hatten. Weil ich eigentlich Architektur studieren wollte und dann Praktikum beim Maler, Maurer oder sonst was hätte machen müssen. Und auch halt bei Renovierungsarbeiten halt immer mal gerne mitgeholfen habe und so. Und ja, das mit Farben rumexperimentieren und vielseitig draußen arbeiten. Und dann habe ich mir gesagt, gut, dann schaue ich mir das mal in den Osterferien an, wie das so ist. Und ja, dadurch bin ich dann da so rangekommen. Die Ausbildung beträgt 3 Jahre. Ein Tag ist halt Schule und dann 4 Tage ist man im Betrieb drin. In der Ausbildung lernt man alles vom Farbenmischen über verschiedene Ausarbeitungen von farblichen, dekorativen Oberflächen. Das Gestalten von einer Wand halt ohne Tapete. Von Streichen, von Fassaden oder halt normale Räume. Fenster werden gerne lackiert, dann im Sommer machen wir auch Fassadenarbeiten. Tapezieren, Fußboden verlegen. Im Endeffekt muss man am Ende halt all diese Sachen so gut wie möglich können, um ja, damit sein Geld verdienen zu können. Man sollte auf jeden Fall sehr gut Mathe können. Es kommt auch immer mal wieder auf der Baustelle vor, dass man halt spontan mal eben was ausrechnen muss. Reicht das Material zum Beispiel? Man sollte kreativ sein. Also man muss wirklich mit anderen Menschen im Team funktionieren können. Kreativ sein, sich eine räumliche Vorstellung haben. Man muss zu Kunden offen sein, mit dem reden können, die beraten können, alles. Man darf kein Einzelgänger sein, das klappt dann nicht. Man sollte mit seinen Händen umgehen können. So an sozialen Kompetenzen würde ich fast sagen, man muss auch so ein kleines bisschen hart sein. Also auf jeden Fall Teamfähigkeit ist wichtig, weil man arbeitet immer meistens mit den Kollegen zusammen. Und in Chemie sollte man auch ein bisschen Ahnung von haben. Muss ich halt auch darüber Gedanken machen, wie kann man am besten Oberflächen dekorativ gestalten. Ich hatte in der 8. Klasse hatte ich ein Schulpraktikum und dadurch habe ich halt gemerkt, dass mir das schon sehr gefällt. Also wenn ihr mal Lust habt auf den Beruf, dann fragt ruhig mal im Betrieb rum, kann ich mal ein Praktikum machen. Meld dich einfach bei einem Malerbetrieb, der dir gefällt, wo du gerne hin möchtest und frag einfach nach einem Praktikum. Besser persönlich als per Brief oder Telefon. Deswegen, also Praktikum würde ich immer empfehlen. Und bin ich dafür überhaupt geeignet? Und dann einfach mal im Betrieb zu gucken, passt das?